Mahlzeit, herzlich willkommen beim Brunch Review Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Nirgendwo von Frankreich unterwegs. Hört ihr das Summen? Das ist ein Riesenrad. Das steht hier so halb an der Straße. So ein kleiner Drop-Top. Ah, da ist der Go-Gator. Wir sind beim Lospark. Lospark. 2O. 2O, ein S, man spricht ja alles nicht. Also ja. Beim L-Park, keine Ahnung. L-Park. Und wir wissen noch nicht so ganz, was das hier ist. Es ist ein Industriegebiet. Ja. Es hat zwei Gates. Das können wir vernachlässigen, denn wir haben beide Achterbahnen auf dieser Seite, beide Counts. Okay, das ist eine Attraktions-, also eine Schaustellerfamilie, würde ich mal sagen. Das ist eine Familienattraktion. Mehrere Familienattraktion. Von 2 bis 12 Jahren geeignet. Und für uns natürlich. Das ist nur der Hüpfbogenpark. Da ist nur Hüpfbogen. Echt, 14 bis 19 Uhr. Ja. Das ist auch Mickey Mouse. Ja, das schön. Jetons brauchen wir also. Dann gehen wir erstmal gucken, wie viele Jetons wir brauchen. Ja. Und dann holen wir uns Jetons. Jetons. So, das sind doch diese Brotdinger, ne? Das ist bei den Haien mit drin. Das sind Brüllerhaie. Das ist auch Ariel. So, 2 Jetons. Gibt es hier irgendwelche Einschränkungen? So, 2 Jetons dahin. Was kostet das hier? Nix. Die Mitarbeiterin ist gerade hier so hingekommen. Die läuft den rum. Der läuft, der fährt hier und ist weg. Oh, jetzt ist er verhungert. Ja. Nein, das ist das Fahrprogramm, es geht rückwärts. Schade, das wäre hier witzig gewesen. Ja, hier müssen wir mal validieren, ob wir das fahren dürfen und was das kostet. Ah, nee, da sitzt jemand in der Booth. Guck mal da. Die operated beide Rides. Ein Jeton. Ja, müssen wir nur fragen, ob wir das fahren dürfen. Ja. Und hier läuft ein Typ rum, der war gerade auch in dem Park, wo wir waren. Also nicht den, den wir getroffen haben, den wir kennen, sondern so ein random Dude. Der hat das jetzt auch gerade doof angeguckt, dass ich einfach begrüßt habe. Diese sind die Jetons. Ja, super. Es gibt ein 6er Angebot. Wir brauchen noch 6. Ja. Für 10. Ja, einer kostet uns 2. Das ist ja on point. Der Typ, den ich gerade einfach so random gegrüßt habe, weil ich das jetzt witzig fand, er kam jetzt gerade und hat uns angequatscht, was los ist, mäßig. Er war sehr irritiert. Und er hat dann aber auch dann... Also der... Französisch ist jetzt nicht so meine Stärke. Und da habe ich halt gesagt, so, ja, hier, Phoenix-Kappe, Coaster-Shirt, dann der Sohn hatte eine Dollywood-Kappe. Und er so, und hier für die Kredit. So, ja, der Pustekante. Ja, warum auch so, er auch. ja. So ist es aber jetzt eigentlich sehr praktikabel, ausreichend für die Kinder. So, wie ich finde das hier für ein Industriegebiet, süß, Entertainment, ne? Finde ich das ganz süß so. Das ist alles bunt und laut aus den Fahrgeschäften, das sind coole Deals. Kann das denn da, dass ein All-Ride-Band irgendwas gibt für 20 Euro, kannst du dir fahren, bis du umkippst? Ja. Oh, also pass mal auf, ein Jeton 2 Euro, 6 Jetons 10 Euro, das ist ja der Deal, den wir machen. Es gibt aber 50 Jetons für 50 Euro. Ja. Das ist ja krass. Aber was willst du mit 50? Herr Moritz, das ist dein Dummo. Ja, fassen wir noch kurz zusammen dann. Drin ist so der kleine Arcade-Hall, dann haben wir hier so ein Balloon Race, wir haben eine Pferdereitbahn, hinten ist eine Oldtimer-Bahn, finde ich auch ganz cool. So ein Kalkkettenflieger, das Riesenrad, der Drop Tower, hier der Dumbo. Ja. So. Ich hätte jetzt gerne ein paar Jetons, Leute. Ja, das ist halt so dumm, mit dem Essen zusammen Jetons zu verkaufen. Ja. Vor allem, die kommen irgendwie nicht voran, obwohl die da mit 3 vorn stehen. Wurm, Drache. Angemalt wie ein Wurm. Drache. Das ist nicht konsequent durchgezogen, würde ich das mal behaupten. Aber bei dem Shark Coaster sind Gorillas mit drin und Ariel draufgemalt. Ja. Wir haben übrigens hier Wechselbetrieb. Balloon Race fährt gerade. Und diese Booth. Die Operator-Booth für diese beiden Rides und sie wechselt auch den Stuhl, wenn sie das Geschäft, Fahrgeschäft wechselt. Also sie versetzt sich schon um Meter auf einen anderen Stuhl. Da ist auch ein Kontakt. Das Geschäft geht aus, wenn die aufsteht und weg ist.
Ja, der hat keine Lust auf uns. Diese nicht lizenzierte Mickey Maus, die hier rumläuft, du siehst halt das ganze Gesicht von dem Dude. Ist halt sehr hell jetzt und dann leuchtet die Sonne da voll rein. Geil ist auch, nicht auf den Sitz hinstehen. Was ist denn mit aber euch? Aber auch so, seitwärts so. Und nicht Schlittschuh laufen, ohne Schlittschuh. Kein Wein trinken. Oder nichts aus einem Weinglas trinken. Ja. Und kein Herz haben. Gut, dass wir herzlos sind. Und dann kommt direkt die Kopfmasse in den Adler an der Wand. Die ersten Nachmittags aufmachen, wir nehmen. Ja. Es ist übrigens kein Zug. Die sind aufeinander aufgefahren. So, jetzt schnell, der lädt gerade einen Zug voll. Also Pferdereitbahn ist komplett vollgestellt mit Zeug und Oldtimerbahn ist auch voll, also Oldtimerbahn voll mit Zeug, Pferdereitbahn voll mit Zeug, sieht aber trotzdem irgendwie cool aus, ist irgendwie was anderes, weil die Oldtimerbahn ist komplett aufgestellt auf Holz und so. Bis auf die Pinke hier finde ich die eigentlich total süß, ne? Mit den Schilden. So, das Pferd ist noch blanko. Ich finde es aber sehr geil, dass sie so auf Holz so aufgestellt hat, dass das sieht voll cool aus. Hier läuft überall auch ein bisschen Musik und so. Die Leute haben also mega nette, nice Mitarbeiter hier. Die waren in der anderen Parkart auch schon, wo wir waren. Video verlinke ich ja schon mit der Infocard. Es gibt übrigens hier noch so ein Jumper-Karussell mit Kängurus. Riesenrad haben wir ja. Riesenrad, ja. Ja. So, was kostet, ist natürlich, kann man nicht pauschalisieren. Weil klar, wir können euch sagen, wie viel Jetons was kostet, aber dann kommt es auch mal, wie viel Jetons du kaufst. Ja, also das maximal ein Jeton kostet ja maximal 2 Euro. Ja. Das ist das teuerste. Und minimal ein einen. Kosten könnte. Ja, genau. Also die Fahrt mit der Achterbahn kostet zwischen 2 und 4 Euro, genau. Je nachdem. Je nachdem, wie, für wie viel du den Deal gemacht hast. Jetzt wieder voll. Ja, okay, dann fahre ich die 25 Mal, dann ist die am billigsten. Karussell habe ich auch noch unterschlagen. Oi, oi. Oui, oui, ich bin da. Oi, oi. Sehr wichtig, dass man auch den Ausgang nimmt, ne? So, dann gehst du hier raus, dann bist du wieder im Industriegebiet. Könntest du dich alternativ auch noch dich hier im Hüftbogenparadies umbringen? Aber da hast du, guck mal, da hast du eine Leine vor, musst du bezahlen, ne? Ist hier nicht hier Walk-In oder so? Meinst du, da bezahlst du hier auch für ein Jeton? Keine Ahnung. Aber es ist da irgendwie nicht so ersichtlich. Ja, aber vielleicht ist keiner von den Leuten, die das hier, glaube ich, gucken, fünf Hüpfbogen hüpfen hin. Gibt's sowas? Gibt's Leute, die Hüpfbogen counten? Da hast du richtig viel zu tun. Oh mein Gott, nee. So, und gibt's ja auch mit Lizenzen und so, ist ja total verrückt. Und verschiedene Hersteller, verschiedene Arten. Aber da ist auch mies, dann gehst du halt nach Orlando auf die Messe, dann hast du alles neu durchgecountet. Weil da gab's drin und draußen Hüpfbogen mehr als Sand am Meer.
So, ansonsten haben wir euch mal wieder einen kleinen komischen Freizeitpark vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und ja, das war's. Wir sind raus. Rufus Wild Magazin.